Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich zunächst mal fragen, ob Sie mich überall hören? In den letzten Reihen? Alles okay? Gut. Das ist ja nicht immer so, wie manche von Ihnen wissen. Also, ich möchte Sie herzlich begrüßen, willkommen heißen zu dieser Abendveranstaltung im Rahmen der Diesterweg-Simon-Vortragsreihe. Und ehe ich es vergesse zu sagen, möchte ich darauf hinweisen, dass es in diesem Jahr, also in dieser Vortragssaison, der letzte Vortrag hier an dieser Stelle, der nächste Vortrag veranstaltet von unserem Mitveranstalter Kunstgewerbeverein, ist im Museum Angewandte Kunst, also am südlichen Mainufer, gelegen. Und da geht es um Ferdinand Kramer, den großen Architekten und Designer, dessen Gattin hier zu unseren ganz treuen Besuchern gehört. Hier vorne sitzt sie, sie will aber nicht, dass Sie sie angucken. Und dann gibt es noch zwei Vorträge mit medizinbezogenen Themen, die sind dann wie üblich in der Universität an der Bockenheimer Warte. Also das ist der letzte Vortrag hier an diesem Ort, bevor es dann im nächsten Jahr hier weitergeht. Und ich möchte auch gerne, ich schelte von Frau Beckers kriege, weil ich es vielleicht sonst vergesse, an dieser Stelle mich bedanken bei der Frankfurter Sparkasse, die uns diesen Raum unentgeltlich zur Verfügung stellt, seit vielen, vielen Jahren. Sie war ja mal eine Tochter von uns, von der Polytechnischen Gesellschaft. Wir dürfen hier nach wie vor die Vorträge veranstalten und ich habe das betont, kostenfrei, denn das versetzt uns in die Lage, auch einen freien Zugang zu gewährleisten. Wer hierher kommt, das wissen Sie, braucht keinen Eintritt zu bezahlen. Das wäre nicht möglich, wenn wir hier die üblichen Saalmieten bezahlen müssten. Also ich bedanke mich bei der Frankfurter Sparkasse ausdrücklich für diese Gastfreundschaft. Nun, ich habe Sie. Ich habe Sie, meine Damen und Herren, begrüßt und ich darf vielleicht ein paar Worte zur Einleitung in den heutigen Abend sagen. Diejenigen unter Ihnen, die mehr oder weniger regelmäßig hierher kommen, wissen, dass eines unserer Schwerpunktthemen, wir haben ja sehr viele Themen, die wir aufgreifen, und das scheint für jemanden, der sich nicht umfassend orientiert, ein bisschen chaotisch zu sein. Was machen diese verschiedenen Themen? Fällt Ihnen nichts Besseres ein? Nein, wir haben bestimmte Linien, die wir durchziehen. Und heute Abend bewegen wir uns auch auf einer solchen Linie. Zu den Schwerpunktthemen in dieser Vortragsreihe gehört seit eh und je der Bereich Wirtschaft, Finanzen, Ordnungspolitik, Märkte und so weiter. Und zwar nicht nur im Hinblick auf aktuelle Fragen, die sich entwickeln und die uns zum Teil auch bedrängen, wie etwa die Finanzkrise, sondern wir beschäftigen uns auch gerne und intensiv mit den historischen Wurzeln dieser Phänomene und ihrer Entwicklung bis in die Neuzeit. Das hängt zum Teil mit der Tradition der Polytechnischen Gesellschaft zusammen, die ja ihren Ursprung hat 1816 im frühen deutschen Liberalismus, in der Aufklärung, in den damaligen Freiheitsbemühungen. Und dazu gehört auch die Frage der Märkte, des freien Handwerks, der freien Handwerkerausübung und so weiter. Das ist ein großer Themenkomplex. Es gibt aber noch einen anderen Bezug, warum wir uns mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Das ist unsere Nähe zur Frankfurter Universität, an deren Entstehung wir ja, also die Polytechniker damals, ich prahle jetzt ein bisschen, indem ich sage wir, also das waren unsere Vorgänger, an deren Entstehung die Polytechnische Gesellschaft nicht ganz unbeteiligt war. Und an dieser Universität ist vor vielen Jahren schon, irgendwann nach dem Kriege,
der sogenannte Kronberger Kreis, der wirtschaftsliberale Kronberger Kreis, entstanden durch den damaligen Volkswirt Wolfram Engels, aus dem dann entstanden ist die heutige Stiftung Marktwirtschaft, die inzwischen in Berlin ansässig ist. Auch sie eben eine marktliberale, wichtige Einrichtung, wie ich meine. Und wir hatten als Vortragende im Rahmen dieser Serie sozusagen, wenn ich ganz kurz ein paar Namen erwähnen darf, nur um in Erinnerung zu rufen, dass wir schon Vorbereitungen getroffen haben auf den heutigen Vortrag. Da war Heike Göbel vom Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeit, Robert von Heusinger als Wirtschaftschef der Frankfurter Rundschau, dann der Berliner Zeitung, aller Zeitungsverlage, die zu der Dumont-Gruppe gehörten, Jan-Peter Kranen, Finanzwissenschaftler hier in Frankfurt, Andreas Hacketal, der auch vor gar nicht langer Zeit hier an dieser Stelle gestanden hat, Ulrich Plickert, junger Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Rainer Hank mit einem fabelhaften Vortrag zum Thema die Rückgewinnung der Freiheit. Vielleicht hat der eine oder die andere den Vortrag noch in Erinnerung. Und vor 6 Wochen Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Frankfurter Universität, hier mit seinem brillanten Vortrag. Und ich habe heute Abend gelernt, dass er ein Schüler unseres heutigen Gastes war. Also eine Reihe illustrer Namen zu diesem Thema. Und heute geht es auf diesem Pfad weiter. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Herrn Professor Werner Abelshauser zu Gast haben können hier Abend. Und wir begrüßen ihn sehr herzlich zusammen mit seiner Gattin. Und das ist ein Beifall wert. Meine Damen und Herren, Sie kennen das Thema, deswegen sind Sie ja hier. Es geht um die soziale Marktwirtschaft, wobei die Frage zu stellen ist, was ist denn eigentlich die soziale Marktwirtschaft und ihre Veränderungen? Ein Thema, was die deutsche Gesellschaft zu spalten scheint, die sogenannten Volksparteien indessen eher zusammenzubringen scheint, in ihrem Bemühen, marktwirtschaftliche Prinzipien auf ihre Fahnen zu schreiben, den Inhalt aber anders zu gestalten. Wir sehen das täglich oder erleben das täglich bei der Berichterstattung über die Koalitionsverhandlungen, die Verhandlungen eines Koalitionsvertrages in Berlin, was da als Bestandteil einer sozialen Marktwirtschaft bezeichnet wird, hat sicherlich mit sozialer Marktwirtschaft wenig oder gar nichts zu tun, mal ganz provokativ gesagt. Das ist jedenfalls der momentane Eindruck. Die soziale Marktwirtschaft, das wissen Sie alle, wurde im Nachkriegsdeutschland zu einem Glücksfall für dieses Land und darüber hinaus letztendlich auch für Europa und fernere Länder. Sie hat den Wohlstand in Deutschland begründet und ermöglicht. Aber die soziale Marktwirtschaft ist gegenwärtig einer Zerreißprobe ausgesetzt, und ich zitiere jetzt mit den wenigen folgenden Sätzen aus einer Publikation des Roman-Herzog-Institutes. Einerseits ist sie als Konzept so attraktiv, dass sich nahezu alle wirtschaftspolitischen Akteure in unserem Land zu ihr bekennen. Andererseits, und das habe ich eben schon angedeutet, sinkt ihr Ansehen bei den Bürgern seit geraumer Zeit dramatisch, sodass nur noch jeder dritte Deutsche vorbehaltlos hinter ihr steht. Jeder dritte Deutsche. Soziale Marktwirtschaft ist fast ein Kampfbegriff zwischen den Parteien geworden. Gleichzeitig muss das Modell der Ordnungspolitik vor dem Hintergrund der globalen Finanzmarktkrise wachsenden Ansprüchen gerecht werden, die gerade von ihr einen Lösungsansatz erwarten. Ob sie den zu bringen vermag, darüber werden wir vielleicht gleich auch was hören. Das gilt nicht nur auf vertrautem nationalen Terrain. Auch der Weltfinanzgipfel der G20 in Washington im November 2008 schon legte ein Bekenntnis zu einem ordnungspolitischen Regelwerk in einer offenen Weltwirtschaft ab. Die Frage, meine Damen und Herren, warum ein großer Teil der Bevölkerung
gegen das Wirtschaftssystem eingenommen ist, trotz seiner gloriosen Vergangenheit hier. Und was in historischer Perspektive den Inhalt des politischen Markennamens soziale Marktwirtschaft ausmacht, lassen sich in erster Linie aus den Wandlungen ableiten, die sie seit ihrer Entstehung erfahren hat. Und darum geht es heute Abend vermutlich. Professor Abelshauser hat sich wie kaum ein anderer mit der sozialen Marktwirtschaft analytisch auseinandergesetzt. Und das begann schon mit seiner Doktorarbeit an der Universität. Jetzt muss ich nachgucken, das war schon in Bochum. Diplom haben Sie in Mannheim gemacht. In Bochum gab es die Doktorarbeit zum Thema der Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft, der Untersuchung ihrer Inhalte und der Rahmenbedingungen. Professor Abelshauser ist dazu prädestiniert. Er ist diplomierter und promovierter Volkswirt mit Studium in Mannheim, dann in Bochum. Er hat sich in Bochum über Wirtschafts- und Sozialgeschichte habilitiert. Und ich möchte mir erlauben, ganz kurz, Sie sind ja gekommen, um Herrn Abelshauser zu hören, aber ganz kurz möchte ich seinen Werdegang doch noch schildern, wie wir das in der Regel hier tun. Also, Diplom und Promotion habe ich erwähnt. 1980 bis 1983 war er Privatdozent für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Bochum. 1983 bis 1988 Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Bochum. Dann in der gleichen Zeit geschäftsführender Direktor des Instituts zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung. 1989 bis 1991 hatte er den Lehrstuhl inne für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und jetzt kommt was Schönes, am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz in der Abteilung für Kulturgeschichte, meine Damen und Kulturgeschichte, Geschichte und Kulturgeschichte. Meine Damen und Herren, Sie ersehen daraus, dass Wissenschaftler keineswegs im Elfenbeinturm vertrocknen, wie so die allgemeine Meinung ist über Wissenschaft, sondern auch exzeptionell Schönes erleben können. Und Sie haben es auch verdient. Dann kam der Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Bielefeld, wo er heute noch an der Universität arbeitet. Er war dann Dekan und hat alle möglichen akademischen Funktionen wahrgenommen. Was ich zum Schluss noch erwähnen möchte, das sind einige interessante Gastprofessuren. 1981 war er am St. Anthony's College in Oxford, 81, 82 Gastprofessor in Göttingen, 82, 83 Gastprofessor in Köln. Dann war er 83 an der University of Missouri, St. Louis. Und erneut 83 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Danach zieht es ihn weiter. 85 an der University of New South Wales in Sydney und 87 ein weiteres Mal in Florenz. Seine großen Arbeitsthemen sind, und das ist das allerletzte, was ich dann sage, Wirtschafts- und Sozialgeschichte unter Einbeziehung der schon erwähnten Arbeit zum Wirtschaftswunder über Produktionsweisen der deutschen Wirtschaft seit dem 19. Jahrhundert. Die Geschichte der europäischen Integration, die Geschichte des institutionellen Wandels und ganz bemerkenswert, wie ich persönlich finde, historische Unternehmensforschung, ein weithin in Deutschland, glaube ich, unterschätztes Arbeitsfeld, was aber in den letzten wenigen Jahrzehnten sich bedeutend entwickelt und auch ganz bedeutende Einsichten, glaube ich, in unser Wirtschaftssystem und in unsere Gesellschaft vermittelt. So viel zur Einführung, Herr Abelshauser, in Ihren Vortrag. Ich darf Sie bitten, das Podium in Anspruch zu nehmen. Danke. Ja, vielen Dank für diese überaus freundlichen Worte der Begrüßung. Vielleicht waren Sie zu freundlich ein bisschen. Ich kann Ihnen versichern, Florenz war nicht nur Museen und Kunstgeschichte, sondern war harte Arbeit. Aber gut, das, manchmal auch konnte man das auch genießen.
Bevor ich in das Thema selbst einsteige, lassen Sie mich mit einer Anekdote beginnen. Und da komme ich dann in diesem Zusammenhang zu einer weiteren Gastprofessur. Nämlich vergangenes Jahr war ich an der Pekinger Universität für Auslandsstudien Gastprofessor und habe dort Diplomaten ausgebildet. 30 Leute, alle perfekt Deutsch sprechend. Es war ein Vergnügen. Wir, meine Frau war dabei, wohnten auf dem Campus. Ich bin jeden Morgen um 8 Uhr rübergegangen in diesen Hörsaal und dann haben wir den ganzen Vormittag wild diskutiert. Und natürlich ging es um die Analyse des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells. Und natürlich ging es auch um die soziale Marktwirtschaft. Und eines Tages haben mich meine Schüler überrascht mit der etwas merkwürdigen Frage, ob ich nicht auch der Meinung sei, dass soziale Marktwirtschaft diktaturfähig wäre. Ich bin natürlich ein bisschen erschrocken. Aber dann haben sie mir das erklärt und haben gesagt, ja, wenn man den Ursprung der sozialen Marktwirtschaft betrachtet, ich werde da natürlich gleich noch näher drauf eingehen, dann handelte es sich ja darum, dass ein starker Staat die Rahmenbedingungen setzt, nach der die wirtschaftlichen Akteure dann relativ frei handeln können. Das ist das, was wir in China gerade auch brauchen. Wir haben eine sehr zentralistische Leitung in einem riesigen Land, das einem Kontinent gleicht. Und es ist eine Illusion zu glauben, man könne zentral lenken durch Intervention. Aber es ist möglicherweise ein passendes Modell, wie in Deutschland, dass ein starker Staat die Richtung angibt, die Rahmenbedingungen setzt, die Regeln diktiert, ja, und die anderen sich an diese Rahmenbedingungen halten müssen, aber dann doch relativ frei innerhalb dieses Rahmens arbeiten können. Ich musste diesen Diplomaten, die werden irgendwann mal nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz kommen, durchaus recht geben. Und zwar, und da sind wir jetzt gleich mittendrin im Thema, und zwar, wenn man zum Beispiel ein Buch in die Hand nimmt, das aus der Feder von Alfred Müller-Armack stammt. Alfred Müller-Armack hat den Begriff der sozialen Marktwirtschaft in diesem Buch hier 1947 Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft geprägt. War dann Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, eigentlich der Vordenker der sozialen Marktwirtschaft. Erhard war da in der Hinsicht weniger wichtig, will ich mal sagen, als Vordenker. Dieser Müller-Armack hat aber 1933 ein Buch geschrieben oder veröffentlicht, das heißt Staatsidee und Wirtschaftsordnung im Neuen Reich. Und in diesem Büchlein, ist nicht furchtbar dick, wie Sie sehen, ich habe es mir kopieren müssen, weil es praktisch nicht verfügbar ist in den Bibliotheken. In diesem Büchlein schreibt er unter anderem, sie schaltet, also die kooperative Organisation des Dritten Reiches, sie schaltet den Staat in den Gang der Wirtschaft ein, ohne diese zu verstaatlichen und dadurch der privaten Initiative den Lebensraum zu nehmen. Sie lässt die wirtschaftliche Entwicklung frei, unterstellt aber ihren Gesamtrhythmus der staatlichen Lenkung. Soweit Müller-Armack 1933 über die Wirtschaftsordnung im Neuen Reich. Und in der Tat, die soziale Marktwirtschaft, die dann ja vor allem in Freiburg ihren geistigen Ort gefunden hat, die soziale Marktwirtschaft
ist im Dritten Reich ganz gut beachtet worden. Sie war, wenn man so will, eine der führenden Denkschulen des Dritten Reiches, ohne dass ihre Anhänger, also diese Freiburger Ökonomen, Nationalsozialisten gewesen wären. Aber man hatte etwas, was man durchaus in einem autoritären Staat anbieten konnte und durchaus auch funktionsfähig ansehen konnte. Also kurzum, selbst in China wird die soziale Marktwirtschaft besser verstanden als in Deutschland, denn das, was Müller-Armack da 1933 geschrieben hat, überhaupt die Geschichte der sozialen Marktwirtschaft an ihrem Anfang, nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 in Deutschland, das ist in Deutschland so gut wie in Vergessenheit geraten. Allerdings, nachdem wir vor 5 Jahren knapp an einer neuen Weltwirtschaftskrise vorbeigeschrammt sind, wäre es vielleicht ganz gut, diese Anfänge sich noch einmal anzuschauen. Und genau das habe ich vor zu tun. Und bei der Gelegenheit muss man ja feststellen, eigentlich ist es unnötig, über die soziale Marktwirtschaft vor einem deutschen Auditorium zu sprechen, weil ja jeder weiß, was soziale Marktwirtschaft ist. Und wenn ich so das Durchschnittsalter hier betrachte, sind alle Zeitzeuge der sozialen Marktwirtschaft. Aber Sie wissen ja, Zeitzeugen sind die größten Feinde der Zeithistoriker. Sie wissen alles besser. Und ich versuche jetzt ein bisschen dagegen zu halten, nehme ich an, gegen das, was Sie als Zeitzeugen möglicherweise mit der sozialen Marktwirtschaft verbinden. Also auf der einen Seite ist es überflüssig, darüber zu reden, weil Sie es alle wissen. Auf der anderen Seite ist es notwendig, weil soziale Marktwirtschaft so etwas geworden ist wie ein Wieselwort. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, was ein Wieselwort ist. Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend die Zuständigkeit gehabt, Anfang der 50er Jahre, für den Hühnerstall meiner Familie und musste also jeden Morgen die Eier holen. Und dann gab es Eier, die waren ganz glänzend, aber sie waren hohl. Und diese Eier hat ein Wiesel ausgesaugt. Und Wörter, bei denen es genauso ist, dass sie nach außen glänzen, innen aber hohl sind, die nennt man deshalb Wieselwort. Und ein solches Wieselwort ist die soziale Marktwirtschaft inzwischen geworden, der Begriff. Und das ist die Begründung dafür, dass es praktisch in Deutschland keine Partei gibt, die soziale Marktwirtschaft nicht explizit oder implizit im Programm hat. Und das müsste einem schon alarmieren, beziehungsweise skeptisch stimmen, wenn das so ist. So, soweit also die Vorrede, wenn Sie so wollen. Lassen Sie mich jetzt zu meinem formalen Thema kommen. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen hier rüber. Das ist also die Gliederung, die ich vorhabe, hier durchzuackern. Also ich werde Sie einmal mit dem Original konfrontieren müssen. Ein bisschen habe ich das ja schon getan. Dann Erhards neue Kleider mustern, denn Erhard hat ja die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Müller-Armack natürlich in diesem Büchlein vor ihm schon, ja, aber eher dann politisch. Und Sie können sich natürlich denken, was es heißt, wenn ich diese Zeit, diese Epoche von 1948, 49 bis 1951 Erhards neue Kleider nenne. Sie kennen ja alle die Story, die dahinter steht. Aber dann geht es darum, die Wandlungen zu betrachten. Einmal etwas, was soziale Marktwirtschaft à la Hegel genannt werden könnte, also
Neben dem Markt rücken jetzt die Akteure wieder in den Vordergrund, also zum Beispiel die Verbände und die Gewerkschaften. Und diese Akteure waren eigentlich nicht vorgesehen als Hauptträger der Wirtschaftsordnung. Die soziale Marktwirtschaft versuchte sie aus schlechten Erfahrungen in der Weltwirtschaftskrise heraus möglichst in den Hintergrund zu drängen. Jetzt kamen sie wieder auf die Bühne, die Verbände. Und man kannte das also soziale Marktwirtschaft aller Hegel nennen. Dann haben wir so etwas wie soziale Marktwirtschaft aller Bismarck. Ich gehe da noch drauf ein, also Sie werden da nicht verschont bleiben. Und das heißt, dass der Sozialstaat wiederkommt. Spätestens 1947, 48, als mit der Reform der Rentenversicherung wieder an der Bismarckschen Sozialversicherung angeknüpft wurde und die Bismarckische Sozialversicherung lebensfähig gemacht wurde, überlebensfähig gemacht wurde. Auch das etwas, was die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft nicht wollten. Denn soziale Marktwirtschaft hatte irgendwo im Kopf, den Sozialstaat obsolet werden zu lassen, überflüssig werden zu lassen. Auch das werde ich noch näher begründen. Und schließlich hatten wir dann noch etwas so, was man soziale Marktwirtschaft à la Keynes nennen könnte. Sie wissen ja, dass Keynes ein Anhänger staatlicher Globalsteuerung war. Und genau das war eine der Wandlungsstufen der sozialen Marktwirtschaft, die dann 1966, 1947, Sie erinnern sich an die große Koalition und an die Plisch- und Blum-Zeit, vielleicht kommt die ja jetzt wieder, an den Versuch, Ordnungspolitik zu ersetzen durch konzertierte Aktionen, also der Markt sozusagen am runden Tisch. Also das wären die Stufen der Wandlungen, aber daneben gibt es auch Kontinuität. Da könnte man jetzt sagen, was unsere chinesischen Freunde verstanden haben, der starke Staat. Der Staat soll stärker sein als die Lobby sozusagen, als die Interessenten. Das wäre eine solche Kontinuität. Dann eine andere Kontinuität wäre der liberale Interventionismus beim Marktversagen. Und eine weitere Kontinuität wäre produktive Ordnungspolitik, die ich hier einmal genannt habe und die ich nachher noch näher erklären muss. Und dann der letzte Punkt wird dann sein, soziale Marktwirtschaft heute. Was bedeutet das? Was kann es heute noch bedeuten, nachdem es so viele Wandlungen durchgemacht hat? So viele Wandlungen, dass jeder etwas finden kann in der sozialen Marktwirtschaft, was ihm behagt. Gehen wir weiter auf die Entstehungsgeschichte. Die soziale Marktwirtschaft ist entstanden von Menschen wie Eucken, Böhm und anderen. Und natürlich Müller-Armack, auch am Rande Ludwig Erhard, weil die Liberalen dieser Zeit in der Weltwirtschaftskrise verstanden haben, dass es so etwas wie Marktversagen geben kann. Bis dahin haben Liberale, die was auf sich hielten, das nicht für möglich gehalten, dass der Markt versagt. Sondern es war immer der Staat oder die Verbände oder die Gewerkschaften oder die andere Akteure, aber nicht der Markt. Und jetzt waren sie schon der Meinung, jedenfalls diese Freiburger Ökonomen, dass der Markt versagt hat in der Weltwirtschaftskrise. Und daraus haben sie eine Konsequenz gezogen. Und diese Lehre, die sie hier mitnehmen mussten, die war ja gewaltig. Es gab den Börsenkrach, die Bankenkrise, das Ende der Globalisierung. 1931 im Herbst, das ist mein Lieblingsdatum, haben noch alle in Europa davon gesprochen, dass der Goldstandard, also die Einheitswährung, die europäische Einheitswährung, unverzichtbar sei.
Alle haben davon gesprochen. Eine Woche später sind sie aus dem Goldstandard ausgestiegen, haben die Engländer zum Beispiel 30% abgewertet, um wenigstens einigermaßen den Leidensdruck, der durch die Krise entstanden ist, abzulassen. Nach dieser Erfahrung haben Liberale ihre Überzeugungen geändert, und das ist einer der Kernpunkte der sozialen Marktwirtschaft. Liberale glauben, dass es Marktversagen gibt. Dann das Zweite, die sichtbare Hand wird wieder in Szene gesetzt, nachdem Liberale bis dahin ja immer an die unsichtbare Hand gedacht haben. Der Markt wird von unsichtbaren Kräften gesteuert, und selbst wenn alle sich schlecht verhalten, selbst wenn alle unsittlich handeln, wird der Markt doch das Gemeinwohl am ehesten abbilden. Das war die Überzeugung bis dahin. Jetzt aber haben die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, ich muss allerdings jetzt mal sagen, die hieß damals noch nicht soziale Marktwirtschaft, sondern Ordoliberalismus, aber es war genau das, was Müller-Aermacht dann 1947 als soziale Marktwirtschaft bezeichnet hat. Diese Anhänger der sozialen Marktwirtschaft haben jetzt gesagt, wir müssen etwas anderes machen. Wir müssen intervenieren, wenn Marktversagen vorliegt, in dem Sinne, dass wir, der Staat, die Träger der Wirtschaftspolitik, die Situation wiederherstellen, die ohne das Marktversagen eingetreten wäre. Und wir müssen, wenn es eingetreten ist, das Marktversagen durch Intervention alles wieder so machen, wie der Markt es hergestellt hätte. Sie merken, das ist eine sehr schwierige gedankliche Konstruktion, aber das ist der Hintergrund dessen, was man damals liberaler Interventionismus nannte. So, dann, was ich schon vorhin erwähnt habe, als dritter Kernpunkt, der starke Staat, der über den Interessenten steht. Die Erfahrung der Liberalen, aber auch aller anderen, Anfang der 30er war, dass der Staat Beute der Interessenverbände wurde und dass der Kampf der Interessenten untereinander das Marktversagen beschleunigt hat, die Weltwirtschaftskrise verstärkt hat. Genau das sollte der starke Staat durch liberalen Interventionismus jetzt wieder gerade biegen. Dabei sollte ein staatlich garantierter Wettbewerb den Sozialstaat überflüssig machen, auch das habe ich schon gesagt. Denn wenn Wettbewerb optimal ist, dann sind auch keine Monopolgewinne möglich, dann ist die Einkommens- und Vermögensverteilung an der Idealgrenze und dann kann Wohlstand für alle eintreten. Und schließlich dann noch produktive Ordnungspolitik statt Keynes, denn Anfang der 30er Jahre war ja Keynes bereits als Modell vorhanden in der Diskussion über Wirtschaftspolitik. Und Keynes hat ja Globalsteuerung vorgeschlagen als Mittel gegen die Krise. Die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft haben gesagt, nein, diese direkte, in den Prozess eingreifende Politik des Staates, die verschärft die Lage nur noch, sondern wir müssen etwas machen, was man produktive Ordnungspolitik nennen könnte. Also nicht nur generell den Rahmen fixieren, den Rahmen herstellen und die Regeln herstellen, sondern wir müssen erkennen, worin die Stärken unserer Wirtschaftskultur liegen, also im deutschen Falle zum Beispiel der Mittelstand, ein ganz wichtiger Aktivposten der deutschen Wirtschaftskultur. Wir müssen also diese Stärken, diese komparativen institutionellen Vorteile
der deutschen Wirtschaft erkennen. Und dann müssen wir eine Politik betreiben, die genau diese Vorteile stärkt, verbessert. Und genau das war der fünfte Kernpunkt der sozialen Marktwirtschaft, wie er Anfang der 30er Jahre entstanden ist und wie er in einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Zeitschriften und so weiter eigentlich alle wirtschaftlich Tätigen erreicht hat, also alle Banker, alle Unternehmer und so weiter haben sich mit der sozialen Marktwirtschaft mehr oder weniger auseinandergesetzt. Und das war auch der Grund, warum soziale Marktwirtschaft als Begriff und als Inhalt nach 1945 nicht wie Manna vom Himmel fiel, sondern den Praktikern war diese Strömung, diese wirtschaftliche Geistesströmung, die da in Freiburg besonders stark vertreten war, durchaus bekannt. Und da konnte man durchaus anknüpfen. Was ist denn jetzt passiert? 1949, erste Bundesregierung, die eine Wirtschaftspolitik brauchte. Und hier war dann nach mehreren Entscheidungen auf Parteitagen die soziale Marktwirtschaft diejenige Ordnung, die eingesetzt werden sollte. Allerdings, obwohl sich alle einig waren, dass für die soziale Marktwirtschaft der Wettbewerb entscheidend ist, der staatlich garantierte Wettbewerb entscheidend ist, trotzdem ist es von 1949 bis 1958 nicht gelungen, ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch den Bundestag zu bringen. Das hat viele Gründe. Wenn ich damit jetzt anfangen würde, würde ich viel Zeit brauchen und Sie vielleicht sogar langweilen. Aber es ist nicht gelungen, schlicht und einfach. Und von daher fehlte der sozialen Marktwirtschaft 10 Jahre lang eigentlich ihr Kern. Also von daher tut man sich schwer zu sagen, es gab soziale Marktwirtschaft, die durch Wettbewerb, durch eine Wettbewerbspolitik begründet war. Sie gab es nicht. Erst 1958 ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch den Bundestag gekommen. Dann muss man feststellen, es gab eigentlich nur regulierte Märkte. Sie wissen, dass nach der Einführung der D-Mark bestimmte Märkte liberalisiert wurden. Lebensmittel, Gegenstände des täglichen Bedarfs und Ähnliches. Aber, was viel wichtiger war, der Agrarmarkt war nach wie vor reguliert, ist es ja heute noch in Teilen. Der Kredit- und Kapitalmarkt war völlig reguliert. Erst 1990 ist hier eine Änderung eingetreten. Der Wohnungsmarkt ist erst in den 60er Jahren schrittweise liberalisiert worden. Er war selbstverständlich reguliert in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, also in der Kernphase der Ehrhardtschen Politik. Die Außenwirtschaft war reguliert. Man konnte also nicht frei Außenhandel treiben, sondern es gab erhebliche Regeln, die hier zu beachten waren. Produktionsgüter waren reguliert, etwa so insoweit, als es sogar Investitionslenkung gegeben hat, Anfang der 50er Jahre. Das heißt, die Konsumgüterindustrie musste 1 Milliarde Mark, war sehr viel Geld zu der damaligen Zeit, aufbringen, freiwillig natürlich, aufbringen und der Schwerindustrie zur Verfügung stellen, weil, Sie können sich vorstellen, warum, mit dem Beginn des Koreakrieges die Schwerindustrie wichtiger wurde und nicht mehr vernachlässigt werden konnte, wie es bis dahin von Ehrhardt getan worden ist.
Sie sehen, ein gewaltiges Eingreifen in die Märkte. Das Verkehrswesen ist erst in den 90er Jahren liberalisiert worden und die Energieversorgung ebenfalls. Das heißt, bei näherem Betrachten muss man sich wirklich fragen, wo lag eigentlich die soziale Marktwirtschaft, die hier in den 50er Jahren, praktiziert worden ist. Das ist wirklich eine interessante Frage. Und was die soziale Marktwirtschaft dann rasch populär werden ließ, war ja nicht so sehr die Deregulierung der Märkte. Wie gesagt, die hat ja gar nicht stattgefunden. Oder die Garantie des Wettbewerbs und damit bessere Einkommens- und Vermögensverteilung, sondern was die Politik so bekannt gemacht hat und so populär gemacht hat, waren die hohen Wachstumsraten, die hohen Einkommen, das Wirtschaftswunder der 50er Jahre. Und die Frage stellt sich natürlich, war dieses Wirtschaftswunder ein Ergebnis der sozialen Marktwirtschaft oder war es umgekehrt? Das Wirtschaftswunder verantwortlich für die Hochachtung, die hohe Wertschöpfung, die soziale Marktwirtschaft als erklärte Wirtschaftspolitik der damaligen Bundesregierung im Volke immer mehr genoss? Das ist die große Frage. Selbstverständlich, Sie können sich schon denken, was meine Position ist. Die Rekonstruktionsperiode, das Rekonstruktionswachstum, das Wirtschaftswunder, das gab es ja dann auch in anderen europäischen Ländern in abgeschwächter Form, hatte mit der sozialen Marktwirtschaft so wenig zu tun wie mit dem Marshallplan oder mit der Währungsreform. Das waren alles wichtige Faktoren, sondern es hatte eher damit zu tun, dass wir eine Wirtschaft hatten, die einen gewaltigen Einbruch erlitten hat, Ende 1944, die aber in allen Bereichen noch intakt war. Zum Beispiel der Kapitalstock, also die Anlagen, die Maschinen, lagen bei 120% der Vorkriegsmenge und ihre Qualität und ihr Alter die Qualität war viel höher und das Alter sehr viel niedriger als vor dem Zweiten Weltkrieg. Auf dieses konnte zurückgegriffen werden, ebenso wie auf ein großes Reservoir an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Das Reservoir wurde immer noch weiter aufgefüllt durch Flüchtlinge aus dem Osten, Vertriebene aus dem Osten. Und das bedeutete, dass man eine ganze Zeit lang, während der sogenannten langen 50er Jahre, nicht investieren musste in menschliches Vermögen, also in das sogenannte Human Capital. Es gab es. Man konnte es ausschöpfen und man hatte einen sehr, sehr gut gefüllten Kapitalstock. Das hat dazu geführt, dass wir zweistellige Wachstumsraten hatten, allerdings, wie sich das für eine Rekonstruktionsperiode gehört, in abnehmendem Maße, sodass das Anfang der 60er Jahre zu Ende war, diese Phase der Rekonstruktion. Aber erst dann kann man eigentlich in einigen Punkten von so etwas sprechen wie von sozialer Marktwirtschaft, die dann sich durchsetzt. Sie sehen also, er hat es neue Kleider aus meiner Sicht zu Recht so genannt, weil außer einem interessanten Konzept nichts da war, was wirklich als Antrieb für das Wirtschaftswunder zu bezeichnen wäre. Und wenn wir Wirtschaftspolitik der damaligen Zeit betrachten, muss ich jetzt wieder auf den Alfred Müller-Armack kommen, der mir in einem Interview 1975 erklärt hat, die Kunst der Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft liegt in der Entschlossenheit und gleichzeitig der Fähigkeit zur Abstinenz von wirtschaftspolitischem Handeln. Also Müller-Armack hat allen Ernstes gesagt,
Wir haben die Hände in den Schoß gelegt und das war gut so. Wir haben nicht eingegriffen. Nun ist es allerdings so, dass Müller-Amag recht hatte, was Prozesspolitik angeht, also Konjunkturpolitik und Ähnliches. War ja auch nicht angesagt bei zweistelligen Wachstumsraten. Auch Strukturpolitik war nicht besonders wichtig, weil ja die Märkte sehr übersichtlich waren, die jetzt wieder erobert wurden. Sondern was tatsächlich gemacht werden musste, war Ordnungspolitik. Ja, das konnte man mit verschränkten Armen machen, Ordnungspolitik, und das hat man auch gemacht. Aber dieses riesige Ministerium hat eben auch produktive Ordnungspolitik gemacht. Und wir erforschen das gerade im Wirtschaftsministerium, indem wir die Geschichte der Wirtschaftspolitik der 50er Jahre unter anderem analysieren. Und in der Tat, das Ministerium hat tatsächlich so etwas gemacht wie praktische Politik. Die haben also ihre Hände nicht im Schoß liegen lassen, sondern sie haben versucht, die komparativen institutionellen Vorteile der deutschen Wirtschaft zu verbessern. Und zwar mit einem gewissen Erfolg, den wir heute noch spüren können, wenn wir hören, dass die deutsche Wirtschaft sehr, sehr wettbewerbsfähig ist, gerade auch aus den 75% kleiner und mittleren Unternehmen heraus, den mittelständischen Unternehmen heraus, die am Weltmarkt außerordentlich erfolgreich sind. So, lassen Sie mich einfach diese produktive Ordnungspolitik nochmal definieren. Also Strategien staatlicher Rahmen und Regelsetzung zur Gestaltung des sozialen Systems der Produktion mit dem Ziel, komparative institutionelle Vorteile in der Wirtschaft zu fördern. Was heißt das? Soziales System der Produktion? Naja, da ist der Mittelstand gemeint. Es ist aber auch gemeint das Bankensystem. Es ist gemeint die Herrschaft und Lenkung innerhalb der Unternehmen, die sogenannte Corporate Governance. Damit ist gemeint die Interessenpolitik. Damit ist gemeint die Arbeitsbeziehungen. Damit ist gemeint die Ausbildungssysteme, also dieses duale Ausbildungssystem. Und auch noch die Ordnung innerhalb der Branchen, also was die Verbände dort miteinander kooperativ veranstalten. Also all das wurde von Wirtschaftspolitik beeinflusst und versucht zu verbessern mit offenbar nachhaltigem Erfolg. Das heißt also, es gab nicht nur die neuen Kleider von Erhard, sondern es gab auch tatsächlich ein Ministerium, das konkrete Arbeit gemacht hat im Sinne des Originals der sozialen Marktwirtschaft und dennoch kam es dann zu diesen Wandlungen, die ich vorhin schon genannt habe. Ich kann jetzt da leicht drüber hinweggehen. Fangen wir bei der kooperativen Marktwirtschaft von 1951 an. Da kann man eigentlich ziemlich genau sogar den Tag festsetzen, wann der Bruch stattfand, wann die Herrschaft der Verbände wieder einsetzte. Es war nämlich im März 1951, als die Amerikaner die Deutschen gezwungen haben. Es gab eine Demarsch des Hohen Kommissars der Amerikaner in Deutschland, in Westdeutschland, gezwungen haben, die Planwirtschaft wieder aufzunehmen und die Marktwirtschaft, die zu sehr die Konsumgüterbereiche gestärkt hat und zu wenig die Schwerindustrie, angesichts des beginnenden Koreakriegs wieder stärker zu machen. Also die Planwirtschaft, die Lenkungswirtschaft. Dies war natürlich, wäre für die Regierung Erhard, ich sage jetzt mal Erhard, es war natürlich die Regierung Adenauer, aber für Erhard als Wirtschaftsminister in dieser Regierung praktisch nicht zu verwirklichen gewesen. Man ist daher auf die Lösung gekommen, diesen Teil der Planwirtschaft, der Lenkungswirtschaft, den Verbänden zu überlassen. Das heißt, die Verbände, die bis dahin eine kleine Rolle gespielt haben, und die Gewerkschaften sind wieder in den Vordergrund gerückt worden
und haben genau das hergestellt, was die Amerikaner von den Deutschen verlangt haben, nämlich einen starken Beitrag zur Verteidigung der freien Welt. So, damit waren rehabilitiert die Verbände und die Gewerkschaften, die eigentlich in der sozialen Marktwirtschaft keine Rolle mehr spielen sollten. Kommen wir zum Zweiten. Ja, und das Ergebnis kennen Sie, da brauche ich, glaube ich, nicht groß drüber reden. Die Akteure sind gemeint, wenn von kooperativer Marktwirtschaft gesprochen wird, im Hegelschen Sinne, zwischen Individuum und Staat. Das Individuum ist nicht so besonders wichtig, der Staat ist nicht besonders wichtig, sondern das, was dazwischen ist, die Verbände, die Gewerkschaften, die großen sozialen Gruppen. Und es gibt eine dichte Landschaft von Denkweisen und Handlungsweisen und Organisationsweisen, die in Deutschland sich durchsetzen. Und das Ganze nennt man dann Business Coordinated Market Economy, kooperative Marktwirtschaft. Und alles das, was traditionell in Deutschland die Wirtschaftskultur geprägt hat, also Universalbanken ab 1870, Spitzenverbände ab den 1880er Jahren, unternehmerische Netzwerke, die sich vor allem mit den Aufsichtsräten zeigten, ab dem Gesetz von 1886, dann regionale Cluster. Ich komme aus OWL, also aus Ostwestfalen-Lippe. Das ist ein solches regionale Cluster, Maschinen, Möbel und Ähnliches. Die konnten sich jetzt wieder sozusagen bilden. Es gab Flächentarifverträge, die es seit 1919 in Deutschland gegeben hat. Es gab eine Einheitsgewerkschaft, die jetzt wieder Funktionen übernahm, Lenkungsfunktionen übernahm. Es gab das duale Ausbildungssystem seit 1897 und die kooperative Interessenpolitik seit 1880. Also alles das, was sozusagen die traditionelle deutsche Wirtschaftskultur ausmachte, war nun wieder erlaubt und wieder ins Licht gerückt. Und das alles haben wir den Amerikanern zu verdanken, wenn sie denn so wollen. Und schließlich kommen wir zur Marktwirtschaft à la Bismarck. Ich habe schon angedeutet, dass ein Ziel der sozialen Marktwirtschaft war, den Sozialstaat überflüssig zu machen. Das war sozusagen ein Feindbild der Freiburger, der Sozialstaat, wie eben auch die Monopole. Und das ist eben dann dieses Feindbild ist sozusagen verschwunden, 1957 mit der Reform der Renten, die dann zu dieser Dynamisierung des Bismarckschen Systems geführt hat und damit zur Überlebensfähigkeit des Bismarckschen Systems, denn das schien bis dahin allmählich auszutrocknen. Selbstverständlich hätte Erhard und viele andere, vor allem auch sehr kompetente Organe der Bundesrepublik, es lieber gehabt, wenn der Markt hier die Rentenreform organisiert hätte. Also wenn wir die Renten über den Markt hätten geben können, wie etwa in den USA es der Fall war. Aber Konrad Adenauer war davon überzeugt, dass das Rezept, das die katholische Soziallehre bot, mit der Dynamisierung dieser Renten das Bessere war. Und von daher hat er dann etwas gemacht, was erstens seiner Partei zum ersten Mal und zum einzigen Mal die absolute Mehrheit gebracht hat und was andererseits die soziale Marktwirtschaft in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit völlig verändert hat. Bis dahin haben die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft versucht, den Sozialstaat an den Rand zu drängen. Jetzt wird soziale Marktwirtschaft definiert, übrigens auch von Müller-Amark, natürlich nicht hier, das war 1947, sondern zum Beispiel im Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, als eine Verbindung von Marktwirtschaft und Sozialstaat. Also das heißt, das Soziale in der sozialen Marktwirtschaft, das besteht jetzt nicht mehr aus Wettbewerb und aus gesellschaftlichen
Organisationsformen, sondern das Soziale besteht jetzt aus der Sozialversicherung, aus der Bismarckschen Tradition, aus dem Sozialstaat. Und bis heute sind die meisten der Meinung, dass soziale Marktwirtschaft tatsächlich eine Symbiose ist zwischen Marktwirtschaft auf der einen Seite und dem Sozialstaat auf der anderen Seite. Das hat Adenauer gegen Erhard 1957 durchgesetzt. Und Leute wie Müller-Armack, die, Sie haben schon gemerkt, sehr anpassungsfähig waren, die haben das dann sofort in die Theorie der sozialen Marktwirtschaft übernommen und die Definition entsprechend geändert. Ein weiteres Experiment wurde in diesem Zusammenhang gemacht, das bis dahin angestrebt wurde von den Anhängern der sozialen Marktwirtschaft, ging dabei ebenfalls verloren, nämlich das Ziel des Volkskapitalismus, also der Liberalisierung, der Privatisierung staatlicher Unternehmen. Der staatliche Anteil an den Unternehmen war bis dahin sehr, sehr groß, fast ein Drittel. Und den wollte man abbauen. Und hier hat man dann Volkswagen privatisiert, die Preussag privatisiert, die FEBA privatisiert. Mit dem Ergebnis allerdings, dass dies gescheitert ist, ebenso gescheitert ist wie die Vorstellung, man könne durch Wettbewerb die Einkommensverteilung verbessern oder die Vermögensverteilung. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben Anfang der 60er Jahre den Umstand, dass 70% des Produktivvermögens in der Hand von 1,6% der Bevölkerung war. Das war eine sehr seriöse Untersuchung, die von der Bundesregierung angeregt worden war. Seitdem gibt es keine solche Untersuchung mehr. Gut, also wir haben also neben den Hegelschen Korporationen, also den Verbänden, der Herrschaft der Verbände, Theodor Eschenburg hat ja das berühmte Buch Die Herrschaft der Verbände geschrieben, nicht ohne Grund. Also neben dieser Wiedereinbeziehung der Verbände und der Gewerkschaften eben auch die Wiederbelebung von Bismarck und seines Sozialstaats. So, und dann kommen wir zu der dritten Wandlung. Das ist die Marktwirtschaft à la Keynes. Ich habe schon gesagt, 66, also am Ende der Rekonstruktionsperiode, was die meisten Leute ja nicht so recht verstanden haben zu der damaligen Zeit, dass es so etwas gibt wie Rekonstruktionsbedingungen der Wirtschaft. Deswegen hat man jetzt eine große Angst gehabt vor Arbeitslosigkeit und Ähnlichem, mit dem Ergebnis, dass die Große Koalition 1966 in Gang gesetzt, dann versucht hat, über Globalsteuerung, also über staatliche Ausgabensteuerung, die Konjunktur zu regeln, zu dämpfen, konjunkturelle Ausschläge nach unten zu begradigen und Ähnliches. Was hier eingeführt wurde, war Marktregulierung am runden Tisch. Also man setzte sich zusammen in der konzertierten Aktion und überließ nichts den unsichtbaren Händen des Marktes, sondern man verabredete bestimmte Handlungen und konzertierte Aktion trat an die Stelle von Wettbewerb. Nicht ganz, aber erheblich, in erheblichem Maße. Dann soziale Gerechtigkeit durch soziale Symmetrie. Das muss man sich so vorstellen, dass die Arbeitgeber gesagt haben, okay, wenn ihr uns die Preise um so und so viel erhöhen lassen wollt und wenn wir Investitionsförderung erhalten und wenn wir diese oder jene andere Wohltat des Staates bekommen, also zum Beispiel staatliche Investitionen, die der Wirtschaft zugute kamen, dann darf sich auch die Gewerkschaft was wünschen. Ja, das
nannte man die soziale Symmetrie. Also bekommt der eine was, kriegt auch der andere was. Ich glaube, dieses Prinzip der sozialen Symmetrie, das erleben wir gerade heute wieder in Berlin. Und von daher ebenfalls eine Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der Vorstellung der sozialen Marktwirtschaftler, man könne soziale Gerechtigkeit durch, durch Wettbewerb erreichen. Und man kann jetzt sagen, okay, war es vorher ein starker Staat, dann wird es jetzt ein lenkender Staat. Allerdings ein Staat, der sich am runden Tisch mit den Unternehmen und den Gewerkschaften zusammensetzt und mit ihnen zum Konsens kommt. So, und damit Sie wissen, dass ich jetzt nicht hier meine eigenen Steckenpferde reite, gebe ich Ihnen gerne noch einen Beleg dafür. Karl Schiller, Wirtschaftsminister der Großen Koalition, sieht in dieser keynesianischen Wende, also Keynes war ein Gegner der Freiburger, oder umgekehrt, die Freiburger hatten dieses Feindbild, sah in der keynesianischen Wende die Synthese von Freiburger Imperativ, also diesem Ordoliberalismus der Freiburger, der sozialen Marktwirtschaft, und keynesianischer Botschaft, also dieser keynesianischen Methode, in die Wirtschaft einzugreifen. Und Otto Schlecht, sein Staatssekretär, wie das bei der Großen Koalition üblich, gehörte er der CDU an, der sagte auf dem Höhepunkt sozusagen des Keynesianismus, die konzertierte Aktion sei das zweite Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Da hätten sich die Freiburger im Grabe rumgedreht, wenn sie das gehört hätten. Und Otto Schlecht ist nicht irgendein CDU-Staatssekretär gewesen, sondern er war, nachdem er ja dann aussteigen musste, bald nachdem die sozialliberale Koalition begann, war er viele, viele Jahre Präsident der Ludwig-Erhard-Stiftung. Also wenn es einen Zeitzeugen für die soziale Marktwirtschaft gibt, dann er. Und er sagt, ja, Keynesianismus, was eigentlich das genaue Gegenteil ist von dem, was die Freiburger und was die sozialen Marktwirtschaftler wollten. Ja, soziale Marktwirtschaft ist das zweite Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Keynesianismus ist das zweite Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Sie sehen eine sehr flexible Handhabung, die hier zu beobachten ist. Und damit kommen wir zu der Frage, was bei all diesen Wandlungsprozessen heute noch bleibt von der sozialen Marktwirtschaft. Die Frage natürlich, ob wir der unsichtbaren Hand des Marktes vertrauen oder ob wir, wie etwa es in England und in Amerika bis heute üblich ist, der unsichtbaren Hand des Marktes uns ausliefern, der unsichtbaren Hand ausliefern. Also die Frage nach dem liberalen Interventionismus. Also ist Liberalismus erlaubt, solange er versucht, die Marktergebnisse künstlich herzustellen, nachdem der Markt versagt hat? Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Das könnte soziale Marktwirtschaft heute noch sein. Und die Frage, die sich dann stellt, ist Sozialstaat oder Marktstaat? Marktstaat heißt, dass es nicht um Wohlstand für alle geht, sondern um gleiche Chancen für alle. Und Marktstaat heißt, dass der Sozialstaat, der ja aufs Engste mit dem Nationalstaat verbunden ist, in den Hintergrund treten muss, weil der Nationalstaat angeblich obsolet geworden sei und jetzt
in der Weltwirtschaft die multinationalen Unternehmen und der Kapitalmarkt das Tempo angibt. Die andere Alternative, die sich heute stellt, wenn wir soziale Marktwirtschaft definieren wollen, gibt es Deregulierung aus Prinzip. Das wäre sozusagen die liberale Lösung. Oder gibt es die produktive Regulierung? Das wäre die klassische Lösung der sozialen Marktwirtschaft gewesen. Also eine produktive Regulierung und schließlich die produktive Ordnungspolitik, von der wir ja schon gehört haben. Ja, das habe ich jetzt hier nochmal zusammengefasst. Da kann ich gleich auch weitergehen. Die produktive Ordnungspolitik auch. Und die Frage, die sich jetzt stellt, kann soziale Marktwirtschaft etwas zur Rettung aus der Krise beitragen? Muss ich mal gucken, gerade noch, ne? Wollen Sie auch nochmal zurück, Sie gibt, dass man die mal lesen kann, Sie haben es so schön zusammengestellt. Ja, gerne. Was denn? Das hier? Ja, beide. Das hier? Sagen Sie mir, wann Sie fertig sind. Das hatten wir, die zwei, dann kamen zwei weitere. Das hier? Ja, gerne. Also die Frage, die sich natürlich stellt, ist, kann die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, etwas zur Krisenüberwindung? Wir stecken ja seit geraumer Zeit, seit 2010, in einer Krise des Euroraums. Wir stecken seit 2007 in einer Bankenkrise. Das sind alles Prozesse, die immer noch schwelen, die noch nicht überwunden sind. Und die Frage ist, kann soziale Marktwirtschaft hier etwas tun? Und hier wäre natürlich die Antwort ja. Denn ein starker Staat kann im Rahmen von sozialer Marktwirtschaft Marktversagen korrigieren. Das ist, glaube ich, klar, mit liberalem Interventionismus. Und schließlich, durch produktive Ordnungspolitik lässt sich der Kulturkampf entscheiden, den es seit den 90er Jahren in Deutschland und in Europa gibt, nämlich die Frage, ob wir mit unserer eigenen europäischen, deutschen Wirtschaftskultur uns behaupten können gegenüber der Kapitalmarktkultur, die uns von den USA, von England seit den 90er Jahren angeboten wird, um es vorsichtig auszudrücken, und der wir Schritt für Schritt nachgegeben haben bis in dieses denkwürdige Jahr 2007, wo allmählich es dämmerte, dass das vielleicht doch nicht der richtige Weg für Europa ist. Und für die europäische Wirtschaftskultur ist. Also, wenn wir produktive Ordnungspolitik als ein Mittel, als eine Methode entwickeln, unsere komparativen institutionellen Vorteile zu verbessern und zu stärken, dann können wir uns in dem Kulturkampf gegen diese Kapitalmarktkultur der Amerikaner, die auch ihre Märkte hat und ihre Gründe hat und ihre Vorteile hat, können wir uns gegen die behaupten, können sehr viel souveräner sagen, macht das mal auf euren Märkten. Wir haben andere Märkte und wir sind auf diesen Märkten gar nicht so schlecht. Auf den Märkten für chemische Produkte, Elektrotechnik, Maschinen, Fahrzeuge sind wir auf 40% aller Weltmärkte führend. Also wir müssen uns nicht verstecken. Aber wir können diese Führung nur behaupten, wenn wir durch produktive Ordnungspolitik genau diese komparativen Vorteile, die wir haben auf diesem Markt, behalten, verbessern, stärken. So. Und schließlich könnten wir sagen, im Gegensatz zu dieser Vorstellung, es müsse alles über den Kapitalmarkt gehen, der Sozialstaat schützt die Altersvorsorge. Denn wir haben Wir müssen uns Folgendes anschauen in diesem Kulturkampf, in dem wir stehen. In den USA gibt es keinen Sozialstaat bekanntlich, aber es gibt selbstverständlich auch Rentenanwartschaften und Pensionsanwartschaften, die von den Unternehmen organisiert werden und die allesamt in Höhe immerhin von 37 Billionen Euro über den Kapitalmarkt
abgewickelt werden. In Deutschland haben wir vergleichsweise etwa 7 Billionen Rentenanwartschaften, Pensionsanwartschaften. Die gehen aber alle nicht über den Kapitalmarkt, sondern von den Beitragszahlern direkt an die Rentner und Pensionäre. Das heißt, der Kapitalmarkt spielt für uns keine große Rolle. Krisen, die am Kapitalmarkt auftreten, müssten für uns, wenn wir nicht inzwischen die Riester-Rente hätten und andere Finanzprodukte, Finanzmarktprodukte, könnten für uns eigentlich ziemlich egal sein. Ja? Also hier hätte der Sozialstaat wieder eine sichernde Rolle, was die Pensionen und Renten angeht. So, ich will aber zum Abschluss noch eine Möglichkeit der sozialen Marktwirtschaft andeuten, die in diesem Rettungsgeschäft, das ja seit 2010 anhält, eine Rolle spielt. Frau Merkel hat ja 2010 gesagt, wir müssten die soziale Marktwirtschaft in Europa anbieten. Und in der Tat könnten wir das tun, aber in einem anderen Sinne, als es bisher geschehen ist. Und jetzt muss ich jetzt leider wieder hier auf Europa kommen. Ich habe hier mal versucht, die 4 Wirtschaftskulturen in Europa abzubilden. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber Sie sehen diese blaue, das nennt man den rheinischen Kapitalismus. Das ist ein Wirtschaftsgebiet, das seit über 1000 Jahren eng vernetzt ist. Also der Rhein ist nur eine gedachte Linie, die da die Hauptachse bildet in diesem Gebiet. Skandinavien ist natürlich jetzt ein bisschen überbewertet hier, weil es einfach größer ist, ne, in dieser farbigen Abbildung. Also das wäre das, was man sozusagen den Kern von Kontinentaleuropa nennen könnte. Und man könnte es als rheinischen Kapitalismus bezeichnen. Das Rote da unten, also nicht das Braune, das Rote wäre der mediterrane Kapitalismus. Sehr stark, was die Agrarwirtschaft angeht, was die Dienstleistungen angeht und ähnliches mehr, auch was die weltweite Logistik und so weiter, was Spanien und Portugal angeht. Und Sie sehen dazwischen Frankreich, das teils mediterran inspiriert ist in seiner Wirtschaftskultur, teils rheinisch. Und der Begriff des rheinischen Kapitalismus stammt von einem Franzosen, von einem französischen Manager, Michel Albert, 1991, der den Franzosen sagt, ihr müsst euch dem rheinischen Kapitalismus anschließen. Und er hatte dann diese gelbe Insel im Auge, nicht dem anglosächsischen Kapitalismus, obwohl der stärker ist, war ja in den 90er Jahren so. Ne? Am Kapitalmarkt konnte man eine Rendite von 25% erreichen, in einem deutschen Mittelstandsbetrieb ist man froh, wenn man 8% hat. Oder bei der BASF, immerhin ein Weltunternehmen, 14%. Ja? Der kann man gegen 25% langfristig keinen Stich machen. Ja? Aber das hat sich ja relativiert seit 2007, sodass wir dann eben auch noch England und im Kopf über den Kapitalmarkt auch die USA mit ihren 37 Billionen, mit denen sie die Regeln am Kapitalmarkt beherrschen, mit einbeziehen. Gut, den braunen Anteil hier, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, da könnte man sagen, ferner liefen. Die Grenze, die historische Grenze Europas, liegt eigentlich hier. Das ist nämlich das Flüsschen Drina. Das war die Militärgrenze zwischen der KOK-Monarchie, österreich-ungarischen Monarchie und dem Osmanischen Reich. Und von daher haben die ein Gepäck zu tragen, das sie noch lange in ihrem Tempo behindern wird. Also da will ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern sagen, okay, und dann haben wir hier die Transformationsstaaten, also ehemaliger Ostblock, bei denen sich so allmählich die Farbenlehre verändert.
Die baltischen Staaten sind eher blau, die Tschechen eher gelb, ja, und so weiter. Also das sortiert sich allmählich. Ja. Aber die darf man auch noch nicht so richtig mit einbeziehen. Was wichtig wäre für die Frage der Rettung der Eurozone wäre, wie schaffen wir es, eine europäische Wirtschaftspolitik zu inszenieren, die der jeweiligen Wirtschaftskultur gerecht wird, die deren komparativen Vorteil erkennen, stärken und verbessern. Wie schaffen wir das? Im Augenblick haben wir das Ziel nicht einmal im Blick. Im Augenblick denken wir ja an Harmonisierung. Manche denken sogar, alles sollte blau werden. Ja? Manche vielleicht gar nicht so weit von hier würden sagen, besser wäre es, alles wird rot. Jetzt nur in meiner Farbenlehre. Ja? Aber ich denke, die rationale Konsequenz dieses historisch gewachsenen Unterschieds von Wirtschaftskulturen, die haben alle ihre Vorteile, wäre es, eine Politik zu treiben, die hier differenziert vorgeht. Und da könnte die soziale Marktwirtschaft mit ihrer produktiven Ordnungspolitik tatsächlich ein Modell sein. Die Frage ist nur, wer ist in der Lage, Träger einer solchen Politik zu sein? Brüssel halte ich dafür augenblicklich nicht für in der Lage. Die können eine solche differenzierte Politik nicht. Allerdings, und das kann ich Ihnen sagen, in Deutschland hat das Nachdenken darüber begonnen. Das Roman-Herzog-Institut, das ist vorhin schon genannt worden, ist ein Think Tank der bayerischen Arbeitgeber, hat ein solches Projekt jetzt angestoßen. Und der BDI immerhin denkt in die gleiche Richtung. Nicht, dass das jetzt offizielle Politik wäre schon, aber man ist der Meinung, dass es nicht so ist, dass eine Größe für alle passt, sondern die Einheit muss vielmehr in der Vielfalt liegen. Und Europas Stärke muss in der Vielfalt liegen. Das ist in Sonntagsreden wird das immer wieder gesagt. Aber es muss auch gehandelt werden. Und da könnte die soziale Marktwirtschaft tatsächlich ein Muster sein. So, jetzt muss ich aber zum Ende kommen, das habe ich alles schon gehabt. Das Ergebnis ist sehr knapp zusammenzufassen. Soziale Marktwirtschaft ist in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik kein fester Begriff. Sie diente und dient immer noch jeder herrschenden wirtschaftspolitischen Strömung als Modebegriff. Also der Begriff ist problematisch, weil jeder was anderes sich darunter vorstellt. Deswegen auch die hohe Ablehnung der sozialen Marktwirtschaft. Nur weil wer etwas gut findet, hat auch gleich seinen Gegenpart, der etwas nicht gut findet. Aber soziale Marktwirtschaft, und ich hoffe, dass ich das habe herausarbeiten können, hat einen harten Kern, der sich mit Gewinn auch heute noch nutzen lässt, wenn man diesen harten Kern, ich sage es jetzt so, wie ich jetzt über die produktive Ordnungspolitik gesagt habe, wenn man diesen harten Kern identifiziert, ihn stärkt und vielleicht sogar noch verbessert. Und vielleicht können wir dann ja irgendwann mal von unseren chinesischen Freunden etwas lernen. Vielen Dank.